Wir haben es hier mit einem veritablen Problem mangelnder Integration junger Menschen zu tun, überwiegend Migrationshintergrund und von denen überwiegend aus der arabischen Welt. So. Und dieser Staat darf sich dieses Verhalten nicht bieten lassen. Aber dann müssen wir sehr schnell, und ich widerspreche Frau Quadbeck ungern, aber an dieser Stelle tue ich es, Frau Quadbeck, es ist kein neues Phänomen. Die Angriffe auf Rettungskräfte sehen wir seit Jahren. Wir sehen hier eine neue Form der Eskalation mit diesen Bildern, die auch überhaupt nicht mehr davor zurückschrecken, das vor laufender Kamera zu tun, Feuerlöscher auf Krankenwagen zu werfen, Polizeibeamte zu attackieren. Das sind einfach Dinge, die dürfen wir uns in dieser Gesellschaft nicht bieten lassen.